Der sieht aus wie ein Ei. Sehr experimentell. Lieber Herr Schöpfer, das haben Sie gut gemacht. Und ab dafür. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Fluppdiwupp. Ja, geht ja zumindest. Noch ein Stückchen wegfliegen. Treibstoffsammler deaktiviert. Das reicht mir jetzt. Null Schub, Oh, oh, oh. Nee, nur Eishimmelskörper. Und nicht wirklich erdähnliche Welten. Ach, guck mal da. Da steht es doch. Ammoniakwelten. Jetzt habe ich's intus. Aber wirklich. Beim nächsten Mal werde ich nicht verzweifelt suchen. Und ich habe gerade was beschlossen. Und zwar, das wird uns ja jetzt noch eine ganze Weile begleiten hier. Also das Stückchen bis nach HIP 36601. Und der Variation wegen würde ich ganz gerne bei jedem unserer 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teilstücke würde ich gerne pro Teilstück eine Bodenmission spielen, die wir uns auf einer Station abholen. Genau. Damit ich auch nicht aus der Form komme, die ich noch nie erreicht habe. Stationen? Haben wir keine hier oder ich habe noch keine entdeckt. Vielleicht muss ich den vollen Systemscan machen. Mache ich jetzt einfach mal, ne? Geht ja ganz flott von der Hand. Hallo, liebes System, ne? Haben Sie vielleicht hier eine kleine Station, die ich besuchen kann? Für eine Selbstmordmission? Nein, 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 nein. Da ist wieder was. Wo was? Ach, hier. Eisplanet. Noch ein Stückchen. Okay. Dich nehmen wir auch noch mit. Und hier noch. Na. Liebe Feineinstellung. Komm uns mal nicht in die Quere. Oh, komm mal. Echt jetzt? Hinter dem Stern oder noch kurz davor? Haben wir Glück? Eisplanet. Und jetzt hier noch. Oh, das ist aber auch ungünstig gerade. Flieg mal ein Stückchen. Dass wir den Scan nicht ausführen können, wenn wir fliegen. Ich weiß, wir sind dann in Bewegung und so. Aber das müssten doch moderne Computersysteme im fernen Jahr 3000 auf die Kette bekommen. Doch wie dem auch sei, ich bin fertig und ich bin sehr erschüttert. Hier gibt es keine Station. Leider, und das hätte ich ja auch vorher rausbekommen können, was mir erst nachher eingefallen ist, und zwar über die Galaxiekarte. Das steht ja dann immer da, ne? Was für eine Wirtschaft es gerade so hier im System gibt. Wobei, das ist ja jetzt unser Ziel, ne? Wir sind aktuell hier. Wo kann ich mir das vom aktuellen System anzeigen lassen? Hier eventuell, ja, einfach 7. Und hier gibt es auch keine Wirtschaft. Wie schade. Aber wir werden schon früher oder später schon noch eine Station finden. Doch ich werde jetzt vorher noch eins machen. Und zwar wollen wir ja eine Zu-Fuß-Mission annehmen in jedem Teilstück unserer Reise nach HIP. Genau, nach HIP 36, schlag mich tot. Aber damit wir hier unser nächstes Teilstück nicht aus den Augen verlieren, werde ich mir ein Lesezeichen anfertigen. Das war hier, ne? Genau, zack. Bitte speichern. Und da ist es. Was? Wir haben noch mehr Lesezeichen? Felicity Farseer? Nee, das ist mir eigentlich egal gerade. Lesezeichen verwalten. Siedlungen. Weg damit und tschüss. Das wollen wir hier schön sauber halten. Aber jetzt wollen wir erstmal weiterspringen. Und zwar hierhin. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Vielleicht mal wieder tanken. Währenddessen scannen. Den Tankvorgang laufen lassen
So viele versteckte Planeten. Nein, will ich nicht. Welten mit hohem Metallanteil. 3-1-1, bitte nicht hinter... Oh Gott. Ja, das war klar, ne? Aber ich will erstmal tanken. Gibt's irgendwas, was sich nicht hinter der Sonne versteckt? Nein, leider nicht so viel. Und außerdem verbrennen wir gleich. Aber wir haben genug Sprit. So, im sicheren Bereich. Noch ein Stückchen weiter weg. Und wir können wieder stehen bleiben. Und nochmal, auf ein neues. Scannen. Im VSS-Scanner klappe die zweite. Das waren alle, ne? Ne, hier ist noch was. Hier ist noch was. 3-1-1. Da! Nehmen wir mit. Es sind drei. Drei Welten mit hochwertigem Metall. Die felsigen, ne? Schnell mitnehmen. 1-3-1. 1-3-1. Im Eckstein. Alles muss. Hallo? Nein? Gibt's hier keine 1-3-1er? Die verstecken sich wieder, ne? Bei den Gasriesen. Höchstwahrscheinlich. Ich gehe ganz stark davon aus. Und hier jetzt 1-3-1 tatsächlich. Aha. 3-3. Aber das sind wirklich alle. Die felsigen. Ach komm, hier kommt noch mehr. Mit einer anderen Frequenz. Gibt's da ein Schemata oder so? Na gut. Aber nur weil ihr es seid, ihr lieben Gasriesen. Floppdiwupp. So. Genau. Wie? Das ist jetzt Eis? Okay. Dann können wir das lassen. Ich nehme nur die felsigen und nur die Welten mit hohem Metallanteil mit. Systemkarte. Wir haben hier keine Wirtschaft. Schade für die Wirtschaft. Nicht terraformbar. Nicht terraformbar. Nicht terraformbar. Und die waren irrelevant, ne? Was ist mit dir? Auch nicht. Schön. Na dann einfach weiter. Frameshift. Befehl nicht ausführbar. Warte, was? Warte, was? Wie bitte? Habe ich irgendwas verpasst oder so? Befehl nicht ausführbar. Muss ich mich hier irgendwo aufladen? Aber hier gab's doch... Gab's hier einen Schweifstern? Nicht hier. Irgendwas muss ich falsch gemacht haben. Ach ja, stimmt. Ich habe ja vorhin was entdeckt gehabt. Und zwar... Ich gehe mal kurz auf die Galaxiekarte. Und zwar... War ich ja hier nicht ganz ehrlich. Ich habe ja Fracht dabei. Stimmt, ich habe Fracht dabei. Ich habe 6 Drohnen und 2 irgendwas von dem Planeten. Von der Jameson Crash Site, richtig? Habe ich das richtig erkannt? Dann war ich nicht ganz ehrlich bei der Routenplanung. Wo kann ich das nochmal einsehen? Keine Ahnung, wo war das nochmal? Ja, hier, tatsächlich. Wir haben, oh Gott, wir haben 8 Fracht dabei. Da muss ich die Route neu kalkulieren. Mit 8 Fracht. Ist auf 8 eingestellt. Hätte ich vielleicht so lassen sollen, ne? Ich glaube, die Automatik weiß schon, was sie tut. Neu kalkulieren. Route geplant. Okay. Dann fliegen wir ein bisschen anders jetzt. Alles kein Problem. Aber wir werden schon ankommen. So, haben wir hier was Schönes? In dem System? Ist das das System? Nein. Nein. Wir gucken vor Ort in die Systemkarte. Wir wollen erstmal weg hier. Frameshift! Frameshift-Antrieb wird aufgeladen.
und instant den Systemscan abgeschlossen. Na dann. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Hier gibt's auch keine Wirtschaft. Vielleicht ein paar lustige Planeten. Oh, das wär's schon. Schön. Auf ein neues. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Keine Wirtschaft. Wir sind wahrscheinlich viel zu weit draußen, als dass es hier noch Wirtschaft gibt. Lustige Planeten? Fragezeichen. Naja. Die Chance besteht. Können wir vergessen. Ein Doppel-Nein und ein Ja für weiter. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Keine Wirtschaft. Scannen. Treibstoffsammler deaktiviert. 3. Aber wir sind nicht sofort fertig geworden mit der Erkundung hier. Hier versteckt sich noch irgendwas. Ein Gasriese. Vielleicht ein ganz, ganz besonderer. Wo ist er? Wo ist er? Wo hat er sich versteckt? Da ist er. Nehmen wir doch einfach den hier. Systemscan abgeschlossen. Was bist du hier? Keine Ahnung. Irgendwas anderes. Auch ein Gasriese, ne? Na gut. Tschüss. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Zeit zu tanken. Mit idealer Position. Null Schub. Hier warten. Ist sehr heiß, ich weiß. Wir vertreiben uns die Zeit mit Scannen. Potenzial ist da. Keine Wirtschaft. Na? Felsige Himmelskörper. Zumindest etwas, womit wir uns die Zeit vertreiben können. Erreichbar für uns. Aus dieser Perspektive, ja, das könnte ein felsiger sein. Nein. Gut, hat sich erledigt. Aber trotzdem, tanken ist sehr, sehr wichtig. 3, 2, 1. Oh Gott, es wird so heiß. Wir müssen weiter. Nicht ganz voll aufgetankt, aber trotzdem. Wir kommen jetzt ein Stückchen weiter. Oh, das wird aber schon, ne, eine ganz schöne Glückssache hier draußen, eine Station zu finden. Frameshift. Aber jetzt voll tanken. Stehen bleiben. Scannen. Ja, lohnt sich schon viel, viel mehr. X. Felsige, ja. Aber lieber Welt mit hohem Metallanteil. Ich bin wahrscheinlich wieder viel zu nah am Stern. Nein, haben wir Glück. 311, hallo. Wo bist du? Da. Ja, aber es gibt noch mehr. Schön. Ach Quatsch, du warnst viel zu früh. Das stimmt doch alles wieder nicht. Ein Käsiger. Ja, die mag ich am meisten. 86%, das ist nichts. Wirtschaft, keine. Und wir sind voll getankt. So. Nein, nicht terraformbar. Nicht terraformbar. Das war's. Da waren nur 2. Wir müssen weiter. Jetzt ist aber auch kritisch. Wir brauchen uns selber auch nicht übertreiben. Frameshift. Oh weia, was ist das denn bitte für ein Planet? Der ist ja total rot. Eine Sekunde, ich bin viel zu schnell, ne? Oder? Ich verlangsame schon. Ich drehe eine Runde. Vorsichtig, vorsichtig. 75%. Eindrehen. Alter Schwede. Zu schnell. Ich x'e mal. Den muss ich jetzt einfach. Den muss ich jetzt einfach scannen. Zwar von der falschen Seite, aber trotzdem. Den muss ich einfach scannen. Gibt's hier was Schönes? Was zum Mitnehmen? Eventuell. Reicht das? Mal gucken. Oh.
wie er gerade so die Sonne rüberschielt, finde ich gut. Gefällt mir sehr. Oh, wir brauchen... Also das Effizienzziel ist 8. Das wird nichts, ne? Zeig mir mal bitte die Rückseite. Ja, da fehlt doch ein ordentliches Stückchen. Viel weiter weg und dann... Wir kamen von hier. Also von... Hier. Fehler. Zwei kleine Bubbeln, weil wir so nah dran sind. Toi, toi, toi. Den musste ich einfach mitnehmen. Der ist so toll. Und schön die Drohnen sparen. Die sind teuer, Mensch. Ah, das reicht nicht. Aber hier ist noch ein großer Cluster. Und hier ist noch ein großer Cluster. Fehler. Zwei Mini-Bubbeln rein. Das wäre die 7. Ach komm, die 8. machen wir jetzt auch noch, um auf Nummer sicher zu gehen. Von hier. Und zwei Mini-Bubbeln wieder rein. So ungefähr. Komm schon, komm schon, komm schon. Na? Und die letzten Prozent. Und eine Drohne fliegt ja noch. Eine Sonde, Entschuldigung. Das ist ein großer Unterschied. Naja. Haben wir mitgenommen, ne? Raus hier. X, Grundscannen. Manometer 38. Ich werde ja nicht mehr. Aber die Gasriesen, die können mir egal sein. Nur Ammoniakwelten, die würde ich mitnehmen. Und ansonsten nichts von Relevanz, ne? Wobei, das könnten Welten mit hohem Metallanteil sein, aber die sind zu weit in Richtung felsige Himmelskörper. Aber das würden wir ja gleich sehen. Wenn wir uns die Systemkarte angucken, dann sind das hier... Oh, hochmetallhaltige Welt. Ja, dann ist die auch hochmetallhaltig, ja. Und die auch. Und das wären die drei. Schön. Wunderschön. Wir können schön weiter. Ein episches Bild. Eigentlich müsste ich ganz kurz, wenn ich es hinbekomme, musste ich den jetzt scannen. Das versaut das ganze Bild. Zu viel. Runter. Nochmal. Ja, so ist gut. Wunderbar. Wir hauen ab. Wir haben genug. Wir haben ein Ziel. Und das wollen wir erreichen. Ich guck lieber nochmal. Keine Wirtschaft, ne? Dass hier keiner irgendwie McDonald's oder so aufmacht. Aber egal. Wir wollen zum nächsten Ziel auf der Route ausrichten. Und gute Reise. Frameshift. Frameshift-Antrieb wird aufgeladen. Und bevor wir jetzt hier großartig weiterfliegen, werde ich mir die nächste Hilfeseite zur Hilfe nehmen. Und zwar das hier. Das ist unsere aktuelle Route. Und ich habe jetzt mal in diese zweite Hilfseite meinen aktuellen Standpunkt eingegeben. Wir sind ja hier gerade in Vregoe, ne? Genau. Vregoe, schlag mich tot. Und mir wird hier angezeigt, die nächste Station wäre erstmal 300 Lichtjahre von hier weg. Das ist schon mal das erste Ding, ne? Weil wir so weit draußen sind, ne? So weit weg von der Bubble, vermute ich mal. Und sie heißt Hind. Hind Mine, nicht Hind City. Hind Mine hat er sogar, ne? In Rasani. Wo wäre... Das ist totaler Quark. Das, was ich erzählt habe. Mal wieder, aber... Naja, man muss ja Dinge versuchen. So, wie komme ich jetzt wieder zurück zu mir? Ich vermute, das geht sehr einfach, aber ich kenne den einfachen Weg noch nicht. Aber ich kann hier vielleicht rumklicken. Ja, kann ich. Ziel setzen. Nein. Wie kann ich jetzt wieder direkt zu mir? Direkt zu mir zurück, bitte. Wahrscheinlich, indem ich raus und wieder reingehe. Ne? Ja, genau. Wäre totaler Quatsch jetzt. So weit raus aus der Bubble irgendwelche Stationen zu suchen. Die gibt's hier eventuell sporadisch. Aber wir sind ja in Sachen rohe Materialien unterwegs. Und wir sollten als allererstes wirklich unsere von Neutronensternen gezeichnete Strecke hinter uns bringen. Und dann
können wir gerne wieder auf jeden Fall Bodenmissionen spielen, wenn wir wieder zurück sind. Aber das wird ebenso ein langer Rückweg, wie es ein langer Hinweg war. Doch lange Rede, kurzer Sinn. Frameshift! Frameshift-Antrieb wird aufgeladen.